Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary auf meinem Kanal. Hier eine Runde Herrschaft auf Overflow, 6 gegen 6, 34er Prez ist mal wieder hier am Start. Oh mein Gott, hinter mir war ein Geschütz, ich habe es noch gerade so gesehen. Und ja, ich habe aus Versehen die Audiospur ein bisschen zu spät gestartet, so DSR habe ich jetzt auch mal aufgehoben. Oh, wow, ich will ja nicht pushen, aber das ist kein Ding für den King so. Ein Collateral mache ich jedes Spiel normalerweise. Nein, Spaß. Der war eigentlich ziemlich nice, der Kill. Hier mit der DSR. Okay, mal kurz hier nachladen, weil hier sind richtig viele rote Punkte. Ich warte jetzt erstmal, bis die sich ein bisschen von mir wegbewegen. Ist da oben noch einer gewesen? Ich weiß es nicht. Okay, ich bin jetzt hier kurz vor Orbit. Okay, komm, die A-Flagge sichere ich jetzt noch. Dann müsste ich mein Orbit haben. Ich glaube, den spare ich mir aber auf für die zweite Halbzeit, weil jetzt lohnt es sich nicht mehr, ihn rauszuhauen. Okay, sehr gut, komm schon. Kommt da noch einer? Ah, leider nicht. Ich kann nur ganz kurz Hardscope mit meinem Controller, also die Luft anhalten, wegen dem scheiß linken Stick, der bei mir kaputt ist. Also ab und zu funktioniert das, ab und zu aber auch nicht. Oh, wow. Ja, die Prezi ist noch einigermaßen in Ordnung, aber die hätte jetzt besser sein können. Ich habe leider einen Burst verschossen. So, 3 Sekunden noch, jetzt nicht mehr sterben. Nein! Okay, gut. Erste Halbzeit ist um. Und ja, die Lobby ist eigentlich richtig geil, aber warum sind die ganzen schlechten Leute in meinem Team? Das regt so auf, ne? Egal. Den Typen hätte ich fast noch weggequickscope. Da hinten bin ich. So, wer lädt mich ein? X-Bruder Blacko. Ah, Digga, ich nehme gerade Live-Commentary auf. Okay, so, Connor-Drohne, Orbi und Drohne habe ich auf jeden Fall. So, Connor-Drohne raus, Orbit raus. Es wäre auf jeden Fall jetzt ganz nice, wenn ich jetzt hier eine Nuklear reiß. Okay, da oben war einer. Alter, den habe ich gerade noch so gesehen. Das Bild war so verschwommen wegen dem Wächter, Mann. Okay, sehr gut. Der Typ hätte mich fast gekillt, Alter. Ich habe es fast übersehen, dass er wieder gespawnt ist da, nach seinem Taktikeinstieg. Okay, Orbit habe ich wieder, Jungs. Jetzt aufpassen, jetzt nicht zu offensiv spielen. Okay, der Typ kommt jetzt hier und versucht zu snipen. Okay, Orbit raus. Okay, nice. What the fuck, Alter? So, Drohne raus. Ich glaube, ich bin jetzt auf unnachgiebig Streak oder so. Oh, hier eine Type. Ich glaube, die hebe ich mal auf. Oh Gott, ich bin zu dumm, die Leiter hochzuklettern. Mein Gott. Okay, der Typ, was macht der, Alter? Oh, ich habe Angst, hier jetzt gesniped zu werden. Okay, hier ist die Brutal-Medaille, meine Freunde. Okay, ich habe gleich Nuklear, Corner-Drohne. Oh, genau, jetzt ist der Orbit weg. Jetzt aufpassen. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben kurz vor Nuklear. Okay. So, die spawnen jetzt hier unten. Oh Gott. Okay, Nuklear habe ich, Jungs. Perfekt. Alter, ich muss jetzt noch richtig schwitzen für den letzten Kill. So, Orbit raus. Boah, ich hasse es, wenn man 1 oder 2 von Nuklear ist und dann der Orbit weg ist, ne? Das ist das Allerschlimmste. Weil da stirbt man meistens. So, schön. Hier Nuklear gemacht. Ich habe eigentlich die ganze Zeit jetzt gerade versucht, einen FFA-Nuklear zu machen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Und jetzt hier sofort erster Versuch. Bei Herrschaft klappt es natürlich sofort. Ich weiß nicht, bei Frei für alle finde ich das so schwierig. Ich habe zwar meistens den Orbit, aber ich sterbe dann durch irgendeine scheiße Remington und so weiter oder Schockladung. Und wenn ich Taktikmaske mitnehme, dann sterbe ich meistens durch S-Minen.
weil ich ohne kugelsichere Weste spiele bei Frei für alle. So. Okay. So, ich versuche jetzt noch eine... Oh mein Gott! Beast Mode! Armen Beast Mode! Let's go! Der Typ ist hier. Oh, was ein Movement. Ich will ja nicht pushen. Digga, was ein Movement ich habe mit der Macht der 1. Das ist nicht mehr feierlich, Alter. Und die Prezi, schaut's euch an, Jungs. Der Typ holt mich auch nicht mit seinem Todbringer. Nee, nee. Okay, sehr gut. Konterdrohne raus. Da vorne sind wieder zwei Stück. Nicht snipen, bitte. Da ist einer. Da ist auch einer. Oh mein Gott, die Connection. Oh, 3x1 was hintereinander. Was ist hier los, Digga? Was ist hier los? Oh, so macht das Spaß, die Macht der 1 zu spielen. So, ich renne jetzt einfach sowas von in die Gegner rein. Ist mir egal. Ich mache jetzt einen auf Rambo. So. Nein, er holt mich mit dem Todbringer, du Bastard. Ah, ich habe einfach übertrieben am Ende. Aber egal, das Spiel ist eh gleich aus. Ich denke mal, die Gunstreak war jetzt... Oh, keine Ahnung, wie hoch die war. Vielleicht war sie ja so 50 oder so. Ah, Mann, der Tod war jetzt so unnötig, ne? Scheiße. Aber ich hätte jetzt eh nicht mehr viel mehr Kills machen können. So, Jungs, ich hoffe, euch hat das Live-Kommentar gefallen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Noch hier die übelst krasse Killcam von dem Tito Cortez mit dem Zielsucher. Und ja, 63,4 ist der Endscore. Ich habe auch gesehen, die Audiospur ein bisschen zu spät gestartet, aber am Ende, am Anfang bin ich sowieso nur zweimal gestorben. So, jetzt warten wir noch, bis die Medaillen angezeigt werden. Mal schauen, was für eine Gunstreak das war. So. Was war es für eine Gunstreak? 57 Gunstreak live. Und das auch noch solo. Also Jungs, ich hoffe 1000 Likes sind dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass die Gunstreak so hoch war. 57er Gunstreak Solo geht auf jeden Fall in Ordnung. Hier mit der M8-1, ich kann euch ja nochmal kurz die Klasse zeigen. Ist meine absolute Favorite-Klasse. Also wenn ihr richtig gut aimen könnt, dann müsst ihr einfach die Waffe spielen. Vor allem bei guter Connection. Und ja Jungs, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und ja, haut rein.